Darf ich über die Socken streichen beim Wudu? Erstmal, es gibt Bedingungen dafür, dass man über die Socken streichen darf beim Wudu. Erstmal, dass diese Socken man sie auf Tahara, also nachdem man richtig Wudu gemacht hat, anzieht. Zweitens, dass sie den kompletten Fuß, der gewaschen werden müsste, also von den Knöcheln bis zu den Zehen, alles bedeckt. Ja? Drittens, und das ist halt die Meinungsverschiedenheit, ob man das nur bei Ledersocken oder sehr dicken Socken machen darf oder auch bei dünnen Socken. Das ist die Meinungsverschiedenheit. Und hier sage ich, es ist sicherer, dass man es nur bei dicken oder bei Ledersocken macht. Ja, Dakir al-Ashab.